Hallo und willkommen zurück zu Silent Storm. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich hatte es ja gesagt. Die Missionen werden deutlich länger, je länger man sich damit beschäftigt. Und hier lungern überall immer noch Feinde rum. Dementsprechend... werden wir diese Tür hier wohl gewaltsam öffnen müssen. Jene. Solange es nur Alliierte sind, dürfen die sich gerne bewegen. Meine Stellung ist aufgeflogen. Bewegt er sich? Ich würde immer noch darauf tippen, dass es ein Feind ist, aber... Kannst du dich so einen Schritt... So, nee. Sehr klug. Kannst du nicht. Schade. Okay, Tür ist offen. Haha, natürlich war da einer. Ja, 20 Punkte oder... Pump ihn voll. Sie werden überleben, aber ohne Verstand. Eine interessante Äußerung. Heb das Ding mal auf, weil mit den 6 Schuss, die du jetzt noch da drin hast, werden wir, glaube ich, so schnell nirgendwo hinkommen. Und irgendwo hier kriecht auch noch einer rum. Du darfst dich einmal wieder verstecken. Da diese Tür jetzt gesichert ist... ganz vorsichtig uns hier umschauen. Weil irgendwo kriecht hier mit Sicherheit noch einer rum. Frage ist nur, wo? Na, hier auf dem Vordach sowieso nicht. Okay, das da unten sind Zivilisten. Das haben wir schon überprüft. Ich frage mich gerade, ob wir auch hier oben waren. Okay, Kate ist im Gebäude. Nessie sichert unten. Ich möchte lieber sicher gehen, dass das nicht ein Scharfschütze ist, weil der sitzt dann natürlich direkt auch noch in der Position, von der aus er uns äußerst wehtun könnte. Nein, ist ein Zivilist. Gut. Gut, was liegt hier? Eine Mauserpistole. Kindergeburtstag.
Ansonsten würde ich sagen, sind wir mit dem Level jetzt aber auch durch. Langsam genügend Unsinn angestellt. So, Schloss geknackt. Granaten waren da drin. Die können wir sogar gut gebrauchen. Gut. Dann also auf zum fröhlichen Plündern. Obwohl, warten wir es noch einmal ab, ob jetzt noch irgendwo... Hier drin bewegt sich per se auch nichts. Dann würde ich... Meine Stellung ist aufgeflogen. Ja, weil die blöden Zivilisten ja auch immer der Meinung sind, sie müssten sich mal alles im Detail angucken. Du bleibst mal schön da unten. So, davon können wir nämlich nie genug haben. Gerade von den leichten Granaten nicht, aus durchaus nachvollziehbaren Gründen. So. Dann schauen wir mal, ob hier irgendwas... auffällig... Ja, das ist der Zivilist. Hier waren noch einige Kisten und verschlossene Türen. Genau, du bist der Techniker, dann komm direkt mal her. Wobei hier unten könnte tatsächlich sich noch einer verschanzt haben. Ich stehe hier im Moment wie auf dem... Darum kümmere ich mich am besten sofort. Und natürlich nicht einer, sondern direkt zwei. Ist doch klar. Ist doch auch eine feine Sache, wenn Feinde sich extra so positionieren. Didit und das hier war TNT. Genießt es. Es sind sogar noch ein dritter. Genau meine Idee. Ja, der wird jetzt auf uns schießen. Das war's. Mich hat's ganz schön erwischt. Jetzt jammer nicht so, als ob du schon tot wärst. Läuft doch alles wie geschmiert, oder? Jetzt haben wir wirklich alle einkassiert. Endlich.
Das heißt, wir können auch für die gesamte Truppe jetzt den Schleichmodus beenden. Gar nicht so ineffizient der Sprengstoff, muss man ja zugeben. Kannst du dich eben selbst ein bisschen verarzten? Das wäre nicht unpraktisch. Währenddessen kann Oz schon mal die Tür aufschließen. Okay, das ist im Nachbarraum. Das haben wir. Mir ging es niemals besser. Gut. Kabelstrang, Spezialdietrich, Schmerztabletten, nehmen wir alles mit. Das Zeug liegt alles oben. Gut. Das schien ja nicht so kompliziert gewesen zu sein. Nochmal eine Pistole. Wer braucht schon die ganzen Pistolen? Jetzt ernsthaft. Das, okay, als allererstes räumen wir hier jetzt wieder ein bisschen anständig um. Und fangen an, Munition einzusammeln. So. Mauser-Ladestreifen nehmen wir mit. Na, bleib erstmal noch hier oben. Es ist immer ein bisschen ungünstig, dass das wäre eine schöne Sache gewesen, aber das Spiel ist natürlich schon längst fertig entwickelt und da wird sowas natürlich nicht mehr kommen. Aber es wäre eine sehr schöne Sache gewesen, wenn Sachen, die der Charakter sieht, in einem anderen Farbton angezeigt werden. So, die Gewehre ignorieren wir geflissentlich, weil so dringend brauchen wir Munition dann auch nicht. So viel Besonderes liegt hier eh nicht rum, also die Gewehre haben wir schon selber, bessere. Und jetzt jedes einzelne Gewehr zu plündern, fände ich schon ein bisschen. Pistolen, Magazin. Ein paar Gewehrmagazine können wir mitnehmen.
Wo gammelt... Ach ja, der steht da hinten an der Ecke. MP40, MP40... Ja, kannst du auch mal ein bisschen laufen. 40 Pistolen, Ladestreifen, Pistolen benutzen wir eh keine. Hier liegt nichts rum. Gewehrladestreifen kümmert sich Evil Grind um. Du kannst mal hier hin. Gewehrladestreifen, Gewehrladestreifen, Gewehrladestreifen. M24 müsste eine Granate sein. Agant, Moser, unwichtig. Gut, also allzu viel nehmen wir von hier dann am Ende trotzdem nicht mit. Außer natürlich Munition, die wir immer gebrauchen können. Pistolen, Pistolen, hier Maschinenpistolen. Das Gewehr. Mauser Gewehrladestreifen. Maschinenpistole. Nochmal Maschinenpistole. Aber wir haben hier ordentlich gewütet und ist ein schönes Beispiel dafür, wie Zerstörung in diesem Spiel doch essentielle Auswirkungen haben kann. Na, gerade hier, was Deckung angeht, was Häuserkampf angeht. Ja, komm, die kannst du einsammeln. Weil die Mauser-Munition brauchen wir doch. Es wäre theoretisch eigentlich nicht die blödeste Idee. Angekommen. Theoretisch nicht die blödeste Idee, auch die Gewehre leer zu machen, aber so heftig ist unser Munitionsmangel oder Verbrauch dann ja am Ende nicht. So. Alles ausgeplündert, alles ausgeplündert. Ziele 100% erreicht. Und Evil Grin bekommt das Military Cross. Oberleutnant Kruger verhält sich kooperativ und informiert uns über das Schicksal zahlreicher vermisster britischer Wissenschaftler. Offensichtlich wurden sie in das deutsche Lokal in Oberskorn. Wen er für wertvoll erachtet, wurde seinem Kommando zugewiesen und verschwand kurze Zeit später, ohne eine Spur zu hinterlassen. Die anderen brachte man in verschiedene deutsche Labors über den aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten, konnte Heinz Kruger keine Angaben machen. So, deutscher Herrensitz. Ah, aha. Oder deutsche...
Deutsche Waffenfabrik? Ernsthaft? Hatten wir die nicht schon? Naja, prinzipiell spricht ja nichts dagegen, uns eine deutsche Waffenfabrik mal anzusehen. Aber erstmal wäre es das Wichtigste, wieder ins Hauptquartier zurückzukehren. Unsere gesammelte Beute zu lagern. Die Auswahl ist vortrefflich. Ja doch, lagern wir die erstmal komplett ein. Wenn wir neue Magazine haben wollen, können wir die dann ja immer noch entsprechend nachladen. Das kommt alles hier weg. Du bekommst gleich neue Spielsachen. Damit kannst du eh nichts anfangen. Du bekommst aber auf jeden Fall gleich neue Magazine. Da haben wir nämlich ordentlich mal zugeschlagen. Okay. Mal einfach hier hin. Dafür müssen wir eh wieder neue Magazine mitgeben. Und Nessie hat auch mehr als reichlich eingesammelt. Gucken wir mal. Es hat keiner aufgelevelt, leider. Aber das ist jetzt eher weniger tragisch, würde ich jetzt sagen. Ich kann sie auf dem Einsatz zwar nicht begleiten, werde die Ausrüstung. Schauen wir mal, hier gibt es nichts Besonderes. Das ist das Luftdruckgewehr. Ah, das ist unser Nachladegewehr. Okay, ansonsten haben wir hier erstmal nichts von Interesse. Hier gucke ich dann immer gerne mal wieder rein. Oh, die Episode ist vorbei. Okay, dann werde ich die Leute offscreen ausstatten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.